Was ist es? Es gibt kein Zurück. Hey, warte, warte! Was haben Sie getan? Das war die falsche Tür. Sie haben das Datum geändert. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte keine Wahl. Sie durften die Gegenmaßnahme nicht bekommen. Es hätte unseren Plan gefährdet. Ich habe Monarch bereits kontaktiert. Sie sind auf dem Weg. Es ist vorbei. Was haben Sie getan? Fuck! Wir brauchen die Gegenmaßnahme für das Rettungsboot. Ich halte mich an den Plan, fessle sie und verschwinde dann so weit weg wie möglich. Werde ich. Aber pass bitte auf dich auf, Jack. Okay? Ihre erste Reise in die Vergangenheit, 2010. Ab hier sind unsere Aufzeichnungen vage. Sie wissen, wie es ausgeht. Ihr Ziel war es, bei Ankunft die Gegenmaßnahme zu holen. Aber mein Ziel musste warten, denn ich war nicht allein. Ich bin's. Hey. Was ist denn passiert? Also dann. Jetzt gibt es kein Zurück. Jack? Dr. Emerald hat mich in die Zukunft geschickt. Ich musste monatelang kämpfen, um einen Weg zurückzufinden. Ich war nicht die Einzige. Halt! Ich bin ihm gefolgt. Er stellte Wills Maschine auf 1999. Den ersten möglichen Ausgangspunkt. Nicht schießen! Alles okay! Ich bin ein Freund. Wer sind Sie? Ich bin Beth Wilder. Es gibt da was, das Sie wissen müssen. Du bist der Grund für die Gegenmaßnahme. Und seitdem bist du hier. 11 Jahre lang. Warum?
Warum kamst du nicht zurück? Machen wir uns bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Sie hatte sich verändert. Und in ihren Augen war eine gewisse Schwere. Sie verbarg etwas. Das tat sie schon immer. Ich kann nicht mehr. Ich kann gar nicht. Ich kann verdammt doch mal nicht mehr. Elf Jahre. Ich werde die Tür entsperren. Also, wo ist Will? Wo ist die Gegenmaßnahme? Die Gegenmaßnahme ist in Williams Labor. Da, wo er sie gebaut hat. Dann gehen wir dorthin. Ja, das war der Plan. Ich muss das nur öffnen. Meine Sachen sind oben. Wir müssen sie holen. Es gibt so viel, was du nicht weißt. Was du nie gesehen hast. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass du jemals kommen würdest. Ich muss wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann. Ich habe dir mal gesagt, dass unser Schicksal bereits vorgegeben ist. Das glaube ich immer noch. Mehr als jemals zuvor. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was es bedeutet. Dass wir es zu Ende bringen. Benötigst du etwas Ausrüstung? Nimm dir, was du brauchst. Der Rest fliegt in den Fluss, zusammen mit all dem anderen Zeug, das ich mitgebracht habe. Das ist etwas übertrieben. Meine Zeit hier ist abgelaufen, Jack. Ich muss meine Anwesenheit auslöschen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Als du in die Maschine gegangen bist, wollte ich dir nach, aber ich wusste nicht, wohin sie dich geschickt hatte, wie ich dich finde. Du hast es geschafft. Und nur das zählt. Du hast den Plan befolgt. Was auch immer passiert ist. Wir ändern es. Nein. Wir kriegen das hin. Nein. Wir können es du schaffen. Du verstehst es einfach nicht. Es ist nicht zu Ende. Egal, was wir tun, wir kommen immer wieder zum selben Ergebnis. Ich hab's versucht. Wieder und wieder. Ich kann mich nicht zurücklehnen und nichts tun. Du musst loslassen. Jack. Du musst loslassen. Ich hab's gesehen. Das Ende der Zeit. Dort hat sie mich hingeschickt. Ich war dort. Ich kämpfte diesen Kampf mein ganzes Leben lang und ich sah uns versagen. Ich sah, wohin das führt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen können. Sterben wir bei dem Versuch.
Ich kann nicht ahnen, welche Hölle Beth durchmachen musste. Was mit ihr geschah, als sie das Ende der Zeit sah, ob es sie veränderte, wie es Paul veränderte. 11 Jahre lang lebte sie wie ein Geist. Die Beth, die ich kannte, war fokussiert. Diese Beth. Sie hatte Zweifel. Alles okay? Ja. Aber die Gegenmaßnahmen. Das Einzige, was alles in Ordnung bringen konnte, war in Wills Labor. Da ist sie. »2010 hat Monarch dieses Gebiet noch nicht gehört. Das passierte erst kurz danach, aufgrund dessen, was mit ihnen passiert ist. Aber wir wussten, dass William etwas Neues in seiner Werkstatt baute, und wir wussten, dass es wichtig sein musste. Wir haben diesen Ort überwacht.« »Ja, Beth wusste, dass sie hier waren. Sie hat selbst etwas rumspioniert. Wir kamen über die Dächer, um nicht entdeckt zu werden. Weiß Will, dass wir kommen?« »Nein, weiß er nicht.« Ab diesem Punkt können Sie uns sehen. Wir müssen schnell sein. Hey, Will? Er ist nicht hier. Dafür habe ich gesorgt. Was? Wieso? Er ist der Einzige, der weiß, wie die Gegenmaßnahme funktioniert. Und deswegen muss er in Sicherheit sein, falls sich die Dinge zum Schlechten wenden. Gut. Wir holen das Gerät und dann bringst du mich zu meinem Bruder. Na klar. Also, wo finden wir jetzt dieses Ding? Will hat gesagt, dass er es in einem Safe gesichert hat. Irgendwo im Gebäude. Okay, Will. Wo hast du diesen Safe versteckt? Es ist der 2. April 1999. Ungefähr einen Monat nach dem Zwischenfall. Nachdem der Mann aus der Zukunft auf mich geschossen hat. Nach Wilder. Ich habe die Maschine weggebracht, versteckt. Ich wünschte, ich könnte sie zerstören, aber ich wollte nur so wenig erfahren wie möglich. Je mehr du weißt, was passiert, umso schlimmer wird es sein. Wir sind nur Marionetten. Ich kann das aushalten, solange ich den Unterschied nicht erkennen kann. Ich denke, sie hat es verstanden. Es macht doch keinen Unterschied. Sie hat mir gesagt, dass der Riss kommen wird. Wegen dem, was ich tat. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss. Ich weiß noch nicht wie. Ich muss eine Art Gegenmaßnahme bauen. Ich kenne die Theorien des Zusammenbruchs des Felds. Aber es stoppen. Oder gar rückgängig machen. Das benötigt Jahre der Forschung. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wie ich das bezahlen soll. Da drüben soll. Ist eine verschlossene Tür. Keine Ahnung. Vielleicht ist der Safe dahinter. Ja, ich versuche, einen Weg hineinzufinden. Zukunft. Und sie kam zu mir. Ich muss davon ausgehen, dass ich Erfolg hatte. Oder? Warum wäre sie sonst hier? Vor, es dir zu geben. Und es wurde gestohlen, bevor er die Gelegenheit dazu hatte. Das ist also die einzige Möglichkeit, die Sache zu erledigen. Es gibt was, das Sie wissen müssen. Sie sind der Einzige, der ihn schließen kann. Es gibt keine wissenschaftliche Vorarbeit. Es könnte Jahre dauern. Und das wird es auch. Sie müssen es geheim halten. Selbst vor denjenigen, die sie lieben. Es ist die einzige Möglichkeit, sie zu beschützen. Du hast eins erlebt, nicht wahr? Ein Echo. Ja. Das warst du. Vor langer Zeit.
Wir müssen einen Weg in diesen Raum finden. Verdammt. Vielleicht gibt es einen Schlüssel. Wieder ausgesperrt. Wo war nochmal der Öffner? Ist zu zerstreut, um sich einen Schlüssel Folge zu holen. Folge dem K. Vielleicht es gibt ein elektronisches Schloss Welches an einer völlig unlogischen Stelle. Das Blaue? Oder war das der Notausschalter? Scheiße. Ich wusste, ich hätte die Kabel beschriften sollen. Sesam, öffne dich. Notaus wird eingeleitet. Gottverdammter, verfluchter Mist, Scheiß, fuck. Gelbes Kabel, ich wusste es. Was haben wir denn hier? Zeitmaschine kann aber nicht daran denken, eine scheiß Tür offen zu lassen. Es stand alles an der Tafel. Die Details seines Niedergangs. Seine Arbeit hat ihn aufgezehrt und ist zu einer Art verzweifelten Obsession geworden. Er war nie wieder derselbe. Das Gerät war nicht dort, aber es musste zu irgendeinem Zeitpunkt dort gewesen sein. Die Energieversorgung hat nicht funktioniert, aber irgendwann muss sie das getan haben. Vielleicht kann ich die Zeit zurückdrehen, um mehr zu erfahren. Du hast etwas gesehen. Echos. Will hat das Gleiche wie wir gesucht. Er hat die Kombination nicht dagelassen, aber ich kann ihn knacken. Ich brauche nur etwas Zeit. Jemand ist hier. Es ist Monarch. Ich wusste es. Ich wusste, sie würden uns finden. Ich kümmere mich drum. Du öffnest den Safe. Bleib drin. Ja. Okay. Sie wurden in dem Moment entdeckt, als sie ankamen. Sie hatten niemals eine Chance. Sie waren auf einer Selbstmordmission. Ja, aber ich bin niemand, der einfach seine Waffen niederstreckt und kampflos aufgibt. So war ich nicht und so werde ich niemals sein. Was hast du vor? Ich halte sie von der Gegenmaßnahme fern. Trojan One, nähere mich dem Labor. Ende. Denken Sie daran, der Befehl lautet, Sie leben zu fangen. Monarch Actual ist auf dem Weg. Verstanden. Bleib sofort stehen. Wo ist das Mädchen? Hey, einen Moment. Immer mit der Ruhe. Er hat eine Waffe. Schießt! Zum Teufel! Was war das? Er schießt ihn! Mann aus
ausgeschaltet. Mann auf! Wir müssen ihn flankieren! Gib mir das Gerät. Komm mit mir. Wir können das gemeinsam überleben. Du weißt, es ist nicht aufzuhalten. Ich sehe es in deinen Augen. Du weißt es. Wenn du falsch liegst. Wir erschufen Ground Zero. Sorgten dafür, dass es genauso kam, wie es sollte. Jedes Teil fiel an seinen Platz. Außer eines. Die Explosion hat was bewirkt. Sie schickte sie ins Jahr 2016. Genau in das Jahr, aus dem sie gekommen sind. Irgendwas hat sie dort festgehalten. Wir müssen wissen, wie sie das gemacht haben. Glauben Sie, ich wollte zurückkommen. Ich wurde weggezerrt. Alles, wofür ich gekommen bin, war noch dort. Zurückgelassen. Nein, Beth! 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 Los, steh auf! Beth, steh auf! Beth, los, steh auf! Bitte, Beth! Beth!
Du musst aufstehen, okay? Ja, ja, genau. Nimm die Waffe. Los, los, Beth. Na los. Na los, bitte, bitte. Beth, beweg dich. Paul, tu das nicht. Tu's nicht. Nein. Ich liege richtig. Du kannst dich... Nein! Nein! Serene hatte die Gegenmaßnahme die ganze Zeit. Ich musste sie zurückholen. Eine vorschnelle Entscheidung. Sie sagen, Beth Wilders Tod hatte keinen Einfluss auf ihr Verhalten, aber... Wie gesagt, ich kannte sie kaum. Was sie als nächstes taten, war also nicht persönlich? Nein.